auch das ist Hamburg, ne? Ja. Letzten Herbst habe ich draußen geschlafen, Karstadt mein Gewässer. Gegenüber von Trilliard Theater, damit ich auch ein bisschen Bildung kriege. Ja. Und den Leuten muss geholfen werden. Das macht mich dann doch wütend. Abend. Abend. Möchtest du was? Willst du was essen, was trinken? Ja, das Standardprogramm. Ich hätte nie gedacht, wie schnell es gehen kann, dass man abrutschen kann und dass einen Schicksalsschläge so aus der Bahn werfen können. Hamburg-Barmbek, auf dem Gelände der Otto-Gruppe. Hier hat die Tochterfirma Bonprix ihren Firmensitz. Frischeste, neueste Ergebnis, was wir haben. Stefan Beutel arbeitet als Marketingmanager und führt ein internationales Team, das sich um die Online-Vermarktung der Modekette kümmert. Läuft das soweit gut aus eurer Sicht oder gibt's da? Bonprix legt viel Wert auf regelmäßige Fortbildung. Stefan Beutel entschied sich als Führungskraft für das Programm Seitenwechsel. Das Ziel: Eine Woche geht der Manager auf die andere Seite der Gesellschaft. Eine Woche Sozialarbeit in den Hilfseinrichtungen für Obdachlose. Uwe Martini leitet die Diakonie an der Bundesstraße. Stefan Beutel ist der Neue. Erster Einsatz, die Kantine. Und du fängst hier gleich an in der Küche heute Morgen, das war so besprochen. Dann übergebe ich mal an Wolfgang, der macht heute den Küchenchef. Klasse, danke Uwe. Stefan. Ja. Hallo Wolfgang. Wechsler, mit dem wir grüß dich. Dann gebe ich dir mal Kamera. Ja, okay. Ja. 50-52. Vielleicht 46. Ja, ist egal. Das, ja, ja. Wunderbar. Danke, Wolfgang. Dann sehen wir uns gleich in der Küche. Danke. Vielen Dank. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, andere Arbeitsgebiete kennenzulernen, auch andere Menschen mit ganz anderen Hintergründen. Und ich glaube, dass ich da eine ganze Menge sinnvolle, nützliche Erfahrungen sammeln kann, die man dann vielleicht auch später so im Führungsalltag anwenden kann. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was mich da jetzt diese Woche erwarten wird. Okay. So, die neuen Schuhe. Die Indianer sagen ja, man muss 30 Tage in den Schuhen eines anderen gehen, um ihn überhaupt erstmal richtig zu verstehen. Bei Stefan Beutel sind es nur 5 Tage. Wichtiger Ansatz beim Seitenwechsel: Die Praktikanten müssen alle Arbeiten, die in der Einrichtung anfallen, vollständig ausführen. Das Ziel: Eine neue Sicht auf das Leben finden. Das ist die Küche. Ja. Ne? Ja. Da ist die Pfanne. Ja. Das sind die Würstchen für heute. Wie viele sind das? Das sind 160. 160 Mittagessen, viele Hände, schnelles Ende. In der Küche arbeiten Wolfgang und seine Kollegen als sogenannte Helfer. Sie alle sind von der Straße in die Diakonie-Tagesstätte gespült worden. Und arbeiten hier für 5 Euro am Tag. Die Schicksale sind oft ähnlich. Jobverlust, Depression, Scheidung, Pfändung. Ein Strudel, der oft auf der Straße und im Alkohol endet. Du machst es bergab. Was heißt denn bergab? Bergab heißt, wenn man den ganzen Tag zu Hause hängt, mit den verkehrten Freunden zusammenkommt, dann ist dies hier schon ein Halt, um nichts zu trinken. Ja, ja. Ne? Weil hier darf nicht getrunken werden, also ist es dann auch dieses Alkoholproblem. Ja. Also von da war es ein großes Glück dann auch hier. Ja. Ja. Vergangenheitsbewältigung beim Salat anrichten. Architekturstudium und Festanstellung als Ingenieur, dann Jobverlust. Er musste sich selbstständig machen. Seine Firma ging Konkurs, er bekam Depressionen. Seine Beziehung zerbrach, die Wohnung wurde gekündigt. Der Akademiker ist eines Tages mit dem Fahrrad einfach abgehauen. Das war Flucht. Ja, das war schon Flucht. Und das ist, das war so eine Art Weg, nicht mehr zurück. Und wusste auch nicht, was passiert. Am Anfang war ich, wie gesagt, 14 Tage, vier Wochen in einem Kloster. Mhm. Ja. Ende Oktober war ich hier. Dann bin ich relativ schnell hier in der Diakonie aufgeschlagen. Quasi als Gast erstmal? Erstmal als Gast, genau. Ja. Und dann suchte ich Leute für die Kirche. Ja. Dann habe ich mich gemeldet und seitdem steht mich Salah und hält hier insgesamt aus. Ja. 11 Uhr. Das Diakoniebistro öffnet. Der Andrang ist heute schwach. An manchen Tagen stehen die Leute Schlange bis auf die Straße. Hey, geh mal rein, so.
nicht immer. Das Essen ist gut. Sehr gut ist das. Ja. Ketchup? Da auch, ja. Da auch noch ein bisschen. Auf damit, bitte. Gerne. Dankeschön. Lecker. Schönen Appetit. Danke. Draußen vor der Tür wartet das Zahnmobil. Die meisten Menschen auf der Straße haben keine Krankenversicherung. Ein Arztbesuch kann sich hier niemand leisten. Dentalhygiene kostenlos, die rollende Zahnarztpraxis boomt. Herz ist gut? Das Herz ist gut. Leber ist gut? Da, hier ist auch gut. Perfekt. Diese ist kaputt. Ja. Oh. Kontrolluntersuchung. Zwei Zähne müssen raus. Sofort. Das Zahnmobil gibt es seit 2008. Für Zahnersatz wie eine Krone oder eine Brücke ist kein Geld da. Da kommen wir doch mal besser hin. Das ist gut. Fühlen Sie sich jetzt gut? Ja. Besser? Ja. Ja, ich bin glücklich. Ha. Ich kann beißen, ich kann essen, mir schmeckt das alles. Und jetzt, ich brauche nicht mehr die Zähne wie so ein Superstar, so alles so, nicht, das brauche ich nicht mehr. Zahnersatz haben Sie aber nicht, Sie haben eine Prothese gehabt, richtig, ja? Und die haben Sie tragen Sie aber nicht mehr? Nein, die haben mir ein paar Zähne rausgeholt und dann habe ich gesagt, ich versuche es. Und das klappte auch nicht mehr mit der Prothese und dann sollte ich ja zum Zahnarzt auf diese Tag. Und dann bin ich beigegangen und habe sie einfach mal weggelassen. Ja. Keiner locker, ne? Hier ist gar keine Lok. Gute Nachricht. Und wenn ich spreche, ich habe ja hier gute Zähne, ne? Die 4, 5 Stück. 6 Stück. Mach ich so. Dann sieht man das nicht. Oder ich gucke ein bisschen nach unten. Ja, dann sieht man nicht, dass ich die unten keine Zähne habe. Das braucht ja nicht jeder wissen. Dann mache ich so, ich gucke ins Spiegel, aha. Dann denken Sie, ich habe alles gute Zähne. Dann sehen Sie. Genau. Keine Stadt in Deutschland bietet so viel Hilfe. Eine neue Erfahrung für den Hamburger Stefan Beutel. So, wie war's? Ja, interessant. Sehr schön, ne? Ja, sehr interessant. Tolles Angebot. Ist es auch, ja. Muss man sagen. Wird auch super angenommen. Mhm. Sind eigentlich, wo wir hinfahren, auch immer gut ausgebucht. Also Leute ohne Ende. Ja. Uhr. Stefan Beutel verkauft Essensmarken. Bis zu 250 Mittagessen werden hier in der Bundesstraße täglich konsumiert. Tendenz steigend. 1 Euro kostet eine Marke für Wohnungslose. Guten Appetit. Hallo, Herr Beutel. Grüß Sie, Frau Fito. Hallo. Mensch, klasse, Sie mal hinterm Tresen zu sehen. Ja, und nicht am Schreibtisch. Doris Tito leitet das Programm Seitenwechsel bei der Patriotischen Gesellschaft. Die Idee von Seitenwechsel ist, dass Führungskräfte eine Woche in eine andere Welt eintauchen, die der sozialen Einrichtung. Nicht als Führungskraft, sondern sie sind Praktikanten. Sie sind nicht die Berater, sie sind nicht die sozialen Helden, sondern sie sind Praktikanten. Und lasse mich auf das Thema ein und setze mich mit einem schwierigen Thema auseinander. Sei es Krankheit, Tod, Sucht, Behinderung, Drogenabhängigkeit oder wie immer auch. Aber es ist ja schon viel ruhiger als unten im Essensraum. Ne? Das merkt man schon. Also das ist bestimmt für die schon eine Erholung. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, klasse. 18 Uhr. Suppe für die sozial Schwachen. Die nächste Station für Stefan Beutel, der Mitternachtsbus. Jede Nacht ist der Bus in Hamburg unterwegs. Auch heute werden 20 Haltestationen angefahren. Wir rechnen mit ungefähr 150 Leuten heute Abend. Also wird schon richtig voll werden. Und ist es jeden Tag so? Ja, jeden Tag. Also im Sommer sind es immer über 100 Leute. Ihr kennt die meisten auch?
Nee, eigentlich nicht mehr. Es sind ein paar Stammkunden dabei, aber viele wechseln auch. Kennt man dann nicht mehr alle bei 100 Leuten. 365 Tage im Jahr ist der Mitternachtsbus unterwegs, auch an Heiligabend. Gudrun und Frank, beide ehrenamtliche Helfer an Bord. Gudrun ist in ihrem Beruf als Goldschmiedin erfolgreich. Frank arbeitet als Programmierer. Kann das eng werden hier mit dem, was wir hier an Nahrungsmitteln dabei haben? Ich glaube, das wird heute wirklich richtig eng. Ja, weil wir so viele Gäste erwarten schon. Okay. Wir haben jetzt eine Kiste mit belegten Brötchen und drei, glaube ich, nicht? Ja. Drei mit Süßen, das wird nicht reichen. Okay, also müssen wir die Portionen jetzt ein bisschen verkleinern. Ja. Alle Speisen sind Spenden. Am Mitternachtsbus zeigt die Überflussgesellschaft jeden Abend ihre gute Seite. Dann gibt es halt nur noch Getränke. Das andere haben wir da nicht mehr anzubieten. Manchmal versuchen wir es um 10 noch mal bei der Bahnhofsmission. Die haben auch manchmal belegte Brote noch, die sie übrig haben. Die können wir dann da abholen. Ja. Also was mich besonders berührt, ist halt auch das Schicksal der Frauen, die auf der Straße leben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man als Frau so ungeschützt auf der Straße sein kann, ne? Was einem da alles passieren kann. Ja, also zum einen sieht man mal, was für eine Überflussgesellschaft wir so sind. Wenn man sieht, was man so abholen kann beim nächstgelegenen Bäcker. Und das ist nicht der einzige Bäcker, obwohl wir heute nicht genug haben, aber trotzdem. Und ja, man sieht natürlich auch hier diese enorme Bedürftigkeit. Menschen, die noch nichts gegessen haben wahrscheinlich, die auf diesen Bus warten. Und das ist nur die erste Station. Und hier stehen schon geschätzt 30 Leute. Wir haben 20 Stationen. Kann man sich vorstellen, wie viele da auf der Straße sind und auf uns hier warten heute Abend. 4.800 Menschen leben in Hamburg auf der Straße. Tendenz stark steigend. Manche überleben den Winter nicht. Ja, der Bus ist sehr wichtig für mich, weil wir brauchen was zu essen. Die Frau ist 44 Jahre alt, im 5. Monat schwanger. Sie lebt seit 4 Jahren auf der Straße. Nein, ich bekomme ja auch Rente. Ich habe auch mein Geld dann. Aber es ist so, dass ich sehr so bin, dass meine Kollegen jetzt ja nicht gesehen werden wollen. Ich denen natürlich auch helfe und dann ist natürlich mein Geld auch schnell weg. Also genauso wie die ihr Geld mit mir teilen, tue ich das auch. Wie lange leben Sie schon auf der Straße? 4 Jahre jetzt. Ich fühle mich verlassen, allein gelassen in Deutschland. Tut mir leid. Sie wissen nicht, wo Sie mit dem Baby hin können? Nein. Da bin ich sehr wütend im Moment, wirklich. Und mehr möchte ich dazu auch noch nicht sagen. Viel Glück, Mensch. Alles klar, dann schön. Die Probleme sind einfach, die ganzen Osteuropäer und die Afrikaner, die über Italien hierher kommen und die alle Essenstationen in Hamburg übervölkern. Also das sind ja schon mehrere, die jetzt geschlossen haben. Das Herz Assa zugemacht und so. Die Bahnhofsmission macht gar nicht mehr auf, weil sie einfach von den Osteuropäern und von den Afrikanern übervölkert werden. Es macht einen Platz nach dem anderen zu, weil sie es nicht mehr wuppen können. Erstaunlich, dass da auch viel Dankbarkeit zu spüren war. Also die Menschen haben sich da wirklich auch herzlich bedankt für die Sachen, die wir ausgegeben haben. Und ja, und teilweise eben auch, da sieht man wirklich, dass die Menschen auch wirklich Not leiden, weil sie jetzt in dem einen Fall, da war dann jemand ohne Schuhe, nur auf Socken. Und das war natürlich schon ziemlich prägend. Also den Leuten muss geholfen werden. Wir sind eine Einrichtung. Und ich denke mir, der Senat muss wesentlich mehr tun. Muss wesentlich mehr für diese Bevölkerungsgruppe, die einfach auch zu uns gehört. Das ist ein Teil der Gesellschaft.
Und da muss die Politik wesentlich mehr Verantwortung übernehmen. Ja, also die Werte, die verschieben sich nochmal total. Also das, was so man sonst als selbstverständlich wahrnimmt, das gewinnt nochmal an Bedeutung. Also dass Familie, Gesundheit, Sicherheit, all diese selbstverständlichen Sachen für uns Nicht-Obdachlosen, das ist für die eben ein Grundbedürfnis und das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. St. Pauli an den River-Kasematten. Hier leben zwei Osteuropäer unter der Fußgängerbrücke unter Obdachlosen. Ein beliebter Platz. Guten Abend. Möchtest du was essen, was trinken? Ja, Standardprogramm, Pfeffermeat für mich. Also, dieses meiner Freund, also Bouillon. Ne? Bouillon und Pfefferminztee? Ja, was zu essen? Standardprogramm. Standardprogramm. Und auch was zu essen? Aber ich habe. Standardprogramm zu essen. Ja. Hey! Okay, gerne. Die beiden haben sich einen kleinen Laden eingerichtet. Okay. Viele Touristen geben gern ein paar Cent. Wie viele Gäste? Zwei, glaube ich, nicht? Zwei Gäste, Bouillon und Pfefferminztee. Okay. Jeweils zwei? Nee, jeweils ein. Ach, jeweils ein, okay. Ja. Vielen Dank. Gerne. Das ist die Bouillon? Bouillon? Ist es hier auch, kann es auch gefährlich sein auf der Straße? Hier an diesem Platz, kann es gefährlich sein? Ja. Und deswegen sind Sie hier auch zu zweit? Also, ja, immer okay. Zwei. Immer zwei. Zwei. Ja. Hier, ist es zu laut hier? Zu sehr laut. Laut, nicht? Zu laut. Wird es kalt werden heute? Nee. Nee? Normalerweise, ich schlafe. Drei Jacke. Das ist Mallorca für mich. Es ist 23 Uhr. Noch liegen 10 weitere Haltepunkte vor den drei Helfern. Die ersten Male konnte ich überhaupt nicht schlafen. Ich war dann nachts um 1, 2 zu Hause und habe so eigenartig, wie sich das anhört, erstmal einen Kaffee getrunken und musste, oder habe versucht, die ganzen Begebenheiten, das, was ich erfahren habe, zu verarbeiten. Das ist mir oftmals gar nicht gelungen. Dass ich wirklich dann in der Nacht dann ein, zwei Stunden geschlafen habe und dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit bin und es wühlt auf. Es wühlt wirklich auf. Wir leben in einer Gesellschaft mit einem extremen Leistungsdruck und wer dem nicht gerecht wird, mit dem möchte man nichts zu tun haben. Und das kann ich angehen. Das macht mich dann, jetzt muss ich dir die Frage anders beantworten, das macht mich dann doch wütend. Hotel Atlantik. 150 Meter trennen Luxus und Elend. Unter den Eisenbahngleisen am Hauptbahnhof lebt ein junges Paar seit Wochen. Tagsüber ohrenbetäubender Lärm, zehntausende Autos rasen hier täglich vorbei. Jetzt, um 2 Uhr morgens, ist es ruhiger. Hier leben die beiden. Der Lärm schreckt die anderen Obdachlosen ab. Der nächste Tag. Direkt neben der St. Michaeliskirche hat die Gemeinde 4 kleine Hütten gebaut, die sogenannten Kirchenkarten. Stefan Beutel trifft Uwe Martin. Regelmäßig besucht der Leiter der Diakonie die neuen Bewohner. So, jetzt besuchen wir den Klaus, der seit dem 1. März hier in der Kirchenkarte ist. Der war ganz lange obdachlos. Hallo Klaus, Stefan. Wie geht's? Gut, danke. Ja, das ist Stefan. Ja, unser Seitenwechsler. Und der wollte sich mal angucken, wie das bei dir in der Karte aussieht. Ja, so ist die Karte eigentlich immer aufgebaut. Man kommt rein, das ist der Küchenbereich. Ja. Einbau, Küche, Kühlschrank, Vorratsraum. Da hat man hier dann das. Wie fühlst du dich hier, Klaus? Gut, sehr gut. Ja. Ne? So ein bisschen wie zu Hause schon. Ne? Ja. Es war nicht so ganz groß, aber es reicht vollkommen aus. Ja. Man kann die Tür hinter sich zumachen, man hat seine Ruhe. Ja. Ne? Ist das so der größte Gewinn, so die Privatsphäre? Ja, Privatsphäre. Ist der größte Gewinn. Ich habe draußen geschlafen, im Container geschlafen. Ja. Da hat man keine Privatsphäre. Nee. Wo hattest du vorher gewohnt? Vorhin? Also, bevor du hier eingezogen bist. Da war ich im Container, war ich da. Und davor war ich draußen, in Wandsbek. Ach ja. In Wandsbek im Container. Genau. Und das war Winternotprogramm? Und Winternotprogramm? Letzten Herbst, wo hast du vorher geschlafen? Letzten Herbst habe ich draußen geschlafen, Karstadt Mangelwurst draußen. Okay, das ist. Weil wir gegenüber von Thalia Theater, damit ich auch ein bisschen Bildung kriege. Ja. Wir führen keine Wartelisten.
weil sich einfach zu viel tut. Die Leute, die warten, da verändert sich immer so viel. Und wenn es dann soweit wäre, sind sie nicht da oder nicht greifbar. Insofern gucken wir immer, wenn ein Platz frei wird, bei wem das gerade passt. Und bei dem Klaus war das dann gerade in dem Augenblick, der wussten wir, der wohnt im Winternotprogramm. Der kann es bezahlen. Und der hat auch eine Perspektive, das ist ganz entscheidend. Stefan Beutel trifft sich mit Sozialarbeiter Nico Borchert. Nico arbeitet auf den Straßen in St. Pauli. Hier leben die meisten Wohnungslosen. Also wir gehen schon davon aus, dass die Zahl der Obdachlosen zunimmt. Das können wir daran merken, dass derzeit in den Fachstellen für Wohnungsnotfälle, die dafür zuständig sind, Menschen, die obdachlos sind, unterzubringen im Männer-Frauen-Wohnheim, dass es dort teilweise Wartelisten von 700 bis 900 Menschen gibt, die einen Anspruch, einen Platz haben möchten in einer Notunterkunft. Der Streetworker sucht die Plätze der Obdachlosen auf St. Pauli regelmäßig auf. Viele der Bedürftigen kennt er persönlich. Ein Schlafplatz, der im Sommer auch immer sehr zugewachsen ist, den du gar nicht siehst. Und da ist auch vor ein paar Jahren auch ein Obdachloser tot gefunden worden mit schweren inneren Verletzungen. Das konnte man dann, glaube ich, auch nicht klären. Ob das nun Gewalt, Fremdeinwirkung war oder im Rausch gestürzt oder was auch immer, wurde dann hier auch tot gefunden. Und das ist natürlich so das Paradoxe, dass wir da oben die Jugendherberge haben und dann hier ein Schlafplatz für Wohnungslose, dass hier jemand dann tot liegt. Ne? Und das ja, schon beklemmend, ne? Ja. Platz hier zu sehen und sich vorzustellen, dass da jemand liegt. Die Zustände verschlimmern sich. Nico Borchert ist wütend. Wütend auf Stadt und auf Politik, weil man natürlich auch schon verstehen kann, dass viele Menschen nicht in die großen Unterkünfte wollen, weil das voll ist, weil es viel Gewalt gibt, weil es Alkohol gibt und so und wenig kleine dezentrale Einheiten und viele dann sagen, ich schlafe lieber draußen. Und dann, wenn wir aufgrund dieser Tatsachen einen Kältetoten haben, das ist schon einfach frustrierend. Bei seinen Rundgängen findet der Sozialarbeiter täglich neue Plätze. Er kontrolliert, spricht die Menschen an und versucht zu helfen. Menschen, die auf Müllbergen leben, in zerfetzten Zelten, direkt unter der U-Bahn. In der Welt der Wohnungslosen ist Wohlstand ein warmes Essen. Ja, auch das ist Hamburg, ne? Das, finde ich, ist so das Erschreckende, dass das eben Hamburg ist. Und wenn hier jemand krank ist und stirbt, kriegt das keiner mit. Also irgendwann wird es schon jemand mitkriegen. Aber das ist natürlich auch so versteckt und so vermüllt, dass hier natürlich eben auch mit der Bauabgrenzung keiner langgehen wird und man nachgucken wird. Der Stadtteil St. Pauli. Nirgendwo sonst in Hamburg leben so viele Menschen. Ohne festen Wohnsitz. Die offiziellen Zahlen sind nur die Spitze des Eisberges. Der Absturz in die Armut lauert hier hinter den Fassaden. Sehr ausgeprägt in Hamburg haben, aber auch natürlich in anderen Städten, ist dieses Phänomen der verdeckten Obdachlosigkeit. Das heißt, Menschen, die faktisch obdachlos sind, wohnungslos sind, keine eigene Wohnung haben, aber natürlich nicht auf der Straße leben, sondern prekär untergebracht. Dann schlafen sie mal eine Nacht im Hotel, wie in einem dieser Hotels, die auch ganz gerne genommen werden von Obdachlosen und dann mal bei einer Bekannten, dann mal eine Nacht auf der Straße. Und das sind natürlich Menschen, die in der Obdachlosenstatistik natürlich auch nie erwähnt werden oder auch nie auftauchen, sodass wir immer davon ausgehen, dass die Zahl der tatsächlich obdachlosen Menschen noch wesentlich höher ist durch diese verdeckte Obdachlosigkeit. Die andere Seite von Hamburg. Nach 3 Tagen Seitenwechsel hat Stefan Beutel mehr über Armut gelernt als sein ganzes Leben zuvor. Die Krankenstube in der Seewartenstraße auf St. Pauli. Doris Schröder leitet die Station für Obdachlose im ehemaligen Hafenkrankenhaus. Rund um die Uhr Erstversorgung und 14 Betten zur Aufnahme. So, leg dich mal auf. Thomas kommt regelmäßig vorbei. Der Wohnungslose hat am ganzen Körper offene Wunden. Das nennt sich, im Umgangsjargon heißt das Schleppe. Und die lateinische Bezeichnung ist Impetigo. Das ist eine bakterielle Erkrankung. Und Schleppe heißt es, weil das man mit einer kleinen Stelle irgendwo anfängt. Und dann sich so ein bisschen entzündet, aber dann irgendwie auch wandert. Weil wenn Leute dann kratzen oder so, deswegen heißt es Schleppe. Und das ist
Ja, ist meistens, wenn es nicht zu großflächig ist, also lokal eine Stelle, kann man es mit Lavasept und Gaze behandeln. Und wenn es mehr den Körper betrifft, dann ist meistens auch, dass man Antibiotika gibt. Das Wichtigste finde ich eigentlich, dass die Menschen, die hier sind, dass sich hier angenommen fühlen. Also ich finde es gut, wenn man begrenzt mitleiden kann. Ich hatte hier mal einen, der wollte, ist wieder auf die Straße gegangen, der brauchte Kompressionsstrümpfe. Und die kannst du auf der Straße nicht. Er hätte eigentlich die Beine hochlegen müssen. Dann habe ich gesagt, besorg dir eine zweite Isolrolle und wenn du im Gebüsch legst, legst sie unter, dass der Rückfluss gewährleistet ist. Neben Pflegern arbeiten Sozialpädagogen mit den Patienten. Die Krankenstation, eine Arche Noah. Ohne die Hilfe der Mediziner hier wartet für manche draußen nur der Tod. Also für mich ist sie sehr wichtig, da ich obdachlos bin. Ich habe damals meinen Ex-Freund verloren an einer Überdosis. Hat vorher meine Wohnung verwüstet, dadurch bin ich obdachlos geworden, weil ich abgehauen bin. Und ich habe offene Beine, habe eine Anämie und draußen wäre ich jetzt gestorben. Also ich habe vor 2 Wochen gleich im Krankenhaus, ist mir die Arterie durchgeplatzt. Und wird es das hier nicht geben, dann wäre ich zu Hause gestorben. Oder auf der Straße. Haben Sie denn jemanden, der Ihnen sich unterstützen kann in Ihrer Situation, Freunde? Familie. Wenig soziale Kontakte noch. Also ich habe, ja klar, ich habe meine Mama, die macht auch alles für mich, aber ich will ja auch nicht zu viel, die hat auch schon ganz viel Mist in ihr Leben mitgemacht. Mein Vater war heroinabhängig, ich bin abhängig, meine Schwester ist abhängig und will ich natürlich auch nicht zu viel Last noch aufbürden. Okay. Ja, ich würde draußen auf der Straße schlagen, wenn ich nicht hier wäre. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich als Frau, ne? Nee, es ist nicht ungefährlich als Frau und mit den ganzen Krankheiten, die ich habe, auch so nicht ungefährlich. Also vor 2 Wochen wäre es das ja gewesen, wäre ich verblutet. Sie haben Hoffnung also jetzt? Ja, Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Also, ich mache das jetzt seit 17, 18 Jahren, ich 13 war, habe ich angefangen. Und wenn ich keine Hoffnung hätte, wäre ich nicht mehr da. Da hätte ich das, glaube ich, schon vorher beendet. Hinschauen, erleben, mitfühlen. Eine intensive Woche mit dem Blick auf die andere Seite der Gesellschaft. Wir treffen Stefan Beutel wieder, 2 Monate nach dem Seitenwechsel. Komm, wir gehen mal zu der Höhle. Ja, es ist eben so gewesen, dass man durch diese Woche Seitenwechsel ja auch nochmal erfahren habe, wie wichtig das ist, was ich habe mit der Familie, dass wir ja gesund sind, dass wir Zeit gemeinsam verbringen können, dass es uns gut geht und das eben noch bewusster zu genießen und das Leben nicht einfach so an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern auch mehr im Moment zu leben und nicht nur an die Zukunft zu denken. Das ist, glaube ich, etwas, was ja Lebensqualität ist und was man ja häufig sich vor Augen führen muss. Yeah.